Petri Heil, Petri Dank, wie auch immer, willkommen an alle Angelbegeisterten, Angelinteressierten und die, die es noch werden wollen. Willkommen bei einer neuen Episode hier mit unserem Angelgott Wampi oder wie immer man auch ihn nennen mag. Wir gehen mal kurz zu dem Gewässer, an dem wir uns heute befinden. Larén, die Arena des Angelsports, der Fischbegeisterten, hier geht die Post ab. So, was ist alles verboten? Fisch mitnehmen darf man nicht, man darf ihn nicht braten und nicht durchstoßen mit einer Harpune, wenn ich das Bild richtig deute. Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil hier habe ich noch gar nicht gefischt. Und ja, ich habe, wer die anderen Folgen schon gesehen hat, bis dato immer sehr ergebnislos gefischt, sagen wir es mal so. Aber in Zeiten, wo nicht aufgezeichnet wurde, habe ich es tatsächlich jetzt schon geschafft, mal den einen oder anderen Fisch an Land zu holen. Und ich muss sagen, das ist geil gemacht, geil umgesetzt. Und ich hoffe darum, dass es mir heute auch wieder gelingt. Ich habe jetzt für oder von dem erspielten Geld jetzt schon mal Maiskörnchen gekauft. Die sind ja auch so teuer. Und ja, die haben wir auf jeden Fall dabei. Die habe ich schon ausgerüstet. Nee, da machen wir es anders. Die hauen wir hier vorne an dieses Teichrosen-Seerosenfeld. So. So, mal gucken. Kann ich mit leben. Ja, genau. Wir wollen die Fischer erschlagen. Jetzt bin ich etwas diffus, weil ich eigentlich dachte, ich könnte hier das Angelchen schön ablegen. Weil ich habe nämlich keinen Bock, jetzt mit einer Rute jetzt die ganze Zeit hier so zu stehen. Das ist Quatsch. Ach so, ich muss ja erstmal den Angelfall. Ah, ich habe den Angelfall nicht beansprucht. Jetzt geht's los hier, los. Also, wir haben drauf, genau, leckeres Maiskörnchen. Wir wählen die Richtung aus. Da hinten ist auch wieder so ein schönes Seerosenfeld. Da donnern wir es mal hin. Hoffentlich komme ich da auch hin. Mal schauen. Zack. Ja, das ist doch ein sehr schöner Wurf. Ablegen. Und die nächste Rute. Zeit ist Geld. Time is money. Die belassen wir mit Weißbrotflocken. Da. Die hauen wir mal gegenüber in dieses schöne Feld. Da muss ich natürlich ein bisschen weiter werfen. Zack. Au, hopp. In Richtung dieses Ringes. Boah, das ist ja perfekt. Na, das ist nicht gut. Das ist schön. Und ablegen. Und alle guten Dinge sind natürlich drei. Und das ist hier auch nochmal eine Rute mit Weißbrotflocken. Das gefällt mir aber jetzt gar nicht. Ach nee, das sind die Maiskörner. Warte mal. Wollen Maiskörner? Und machen eine Montage mit Schwimmer. So wird das was. Und das Ding hauen wir hier vorne ins Teichrosenfeld. Da, wo vielleicht die eine oder andere Scheue, Schleie oder auch Plötze wartet. So. Eins, zwei, drei Ruten draußen. Ich bin zufrieden. So, jetzt kommt die Zeit eigentlich. Angefüttert haben wir natürlich auch. Logisch, über die letzten Tage immer hier diesen Spot bedient. Darum wird es nicht lange dauern und dann macht es gleich Bums und wir haben unseren ersten Drill. Die Zeit vertreibe ich mir natürlich. Gehe hier zu meinem Angelkoffer, ziehe die nächste Hülse. Zack. Und jetzt geht's an meinen Stuhl und jetzt lasse ich den lieben Gott einfach mal sein und genieße den Blick übers schöne Gewässer hier, diese wunderbare Anlage im Herzen einer Insel und schöne Teichrosenbestand. Die Ruten sind draußen. Ich bin hellwach und ich denke, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis hier die Bissanzeiger ausschlagen, laut tönen und wir unseren ersten Drill begrüßen. Ja, gleich geht's los. Oh. Ach,
Oh. Das war doch schon mal wie aufs Stichwort. Also die Maisdinger sind ja wunderbar hier. Die gehen gut. Ja, und jetzt geht's mal richtig ab hier. So, die ist weg. Dann nehmen wir noch mal die. Ich drehe durch hier. Also auf jeden Fall haben wir Action. So, jetzt versuchen wir, wie es mal ein Fisch hier. So. So, den lassen wir mal schön hier kommen. Komm. Komm, mein Freund. Komm zu Fati. So. Und der erste Fisch des Tages ist ein... Eine Schleie! Och Gott, ist sie niedlich. Herrlich, schön. Petri heil. Petri dank. Cool. Muss ich den jetzt zurücksetzen? Schade, ich hätte ihn gern gegessen. Schleie ist natürlich sehr lecker. Aber coole Sache. Mensch, das klappt doch mal. Das war mal eine Schleie. So, jetzt muss ich natürlich erstmal den ganzen Käse wieder rausschmeißen. So, jetzt haben wir 2 und 3 draußen. Fehlt natürlich noch Number 1. Und die hauen wir da hinten hin. Ach, nicht immer hier. Jetzt machen wir natürlich Langwurf. Und da hatte ich jetzt natürlich auf einmal fast an allen drei Routen gleichzeitig ein Fischchen dran. Das ist natürlich dann auch ein bisschen blöde. Aber so ist das manchmal. Oh, da hinten geht auf jeden Fall die Post ab. Und wenn ich das so sehe, die 2 muss ich nochmal wirklich ordentlich rausholen. Das ist ja Quatsch hier. Die hauen wir wieder da drüben hin, weil da hat es auch schon ordentlich gerumst. Und die 3, ja, ist klar, in dem Moment. Na, komm, mach mal hin. Oh, bis er mal ausholt hier. So, zack. So, die 3 ist jetzt auch anscheinend. Da ist irgendwas los. Dann nehmen wir sie einfach mal schon mal ran. Die Route so ein bisschen runter. Na gut, das ist natürlich doof. Da klebt ja noch unser Maiskorn dran. So, die haben wir mal ein bisschen weiter raus hier. So, wir machen dann natürlich jetzt einen kurzen Wurf und in dieses Seerosenfeld rein. Das ist ein sehr schöner Spot hier. Oh, der kann noch ein bisschen näher ran. Sehr schön. Genau da rein. Und jetzt warten wir. Das wird wieder nicht lange dauern, denke ich mal. Gerade jetzt ist die Hauptbeißzeit. Die Hitze des Tages ist verflogen. Die Fische jetzt, das sind natürlich jetzt dankbar. Das Gewässer hat logischerweise durch das Abkühlen des Wassers mehr Sauerstoff zur Verfügung und die Fische gehen jetzt auf Nahrungssuche. Jetzt ist die Hauptzeit. Und ich hoffe, dass ich vielleicht noch mal ein, zwei Bisse hier begrüßen kann. Wir hatten jetzt quasi eine Zeit, in der es doch ordentlich gerumst hat. Jetzt scheint wieder so ein bisschen Ruhe einzukehren. Dann würde ich sagen, Zeit für die nächste Hülse. Zack. Und warten, was passiert. Und zack, da geht schon wieder die Post ab. Natürlich. Ganz hinten. Jetzt muss ich mich natürlich für eine Route entscheiden. So ist das nun mal. So, die eine ist schon wieder ab. Das hat sich erledigt. Oh. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen mit Feeling auch mal arbeiten hier. Nicht wie so ein Handwerker, würde ich gerade sagen. Nichts gegen Handwerker. Wie so ein Körperklaus hier. Das könnte natürlich schon ein etwas größeres Tier sein. Ah, jetzt kommen sie alle hier. Ah, ist schon wieder ab. Sehr schön. Kann ich mich auf den einen fokussieren hier? Komm, mein Friend. Komm zum Fati. Komm, komm. Komm. Komm, 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 komm. Jetzt. Oh, ich beiß mir richtig auf die Lippen. Was
haben wir hier dran? Ich drehe durch. Und der Fisch ist gelandet. Und wir begrüßen hier als zweiten Fang des Abends einen schönen Karpfen. Cool. Da schauen wir nochmal auf die Daten. Was hat denn der gute Junge? Ich denke mal 1,5 Kilo. Fast. Ich meinte ja 1,5 Pfund natürlich. Also 3,47 Kilo. Geile Sache, freue ich mich. Den setzen wir natürlich zurück. Der kann noch etwas größer werden. Oh, jetzt wird es langsam duster. So, das Ding kommt wieder raus. Ach, Mist. Jetzt habe ich diesen komischen Wurf noch drin. Aber egal, damit kann ich auch leben. Lassen wir ihn weiter hier am Steg. Na, das ist doch schon mal was hier im Rahmen dieses kurzen Angelabends bis dato. Eine schöne Schleie, ein Spiegelkarpfen, wenn ich das richtig jetzt gesehen habe. Und dazwischen immer wieder Bisse. Jetzt sehe ich gerade da hinten an diesem Seerosenfeld, wo ich eigentlich hin wollte, geht auf jeden Fall die Post ab. Dann wäre es natürlich fatal, die Route dann woanders zu platzieren, sondern wir müssen dort hinten mal hinhauen. Da, wo es blubbert und arbeitet. Den holen wir noch ein bisschen raus. Sehr schön. Und da ablegen. Dann macht es gleich wieder Rums. So, die 1 ist sehr unauffällig. Da tut sich nämlich gar nichts. Nee. So, und hier vorne meine Pose mit den Maisteilchen. Ja, das. Oh, wen hören wir denn da im Hintergrund? Ein Fuchs? Nee. So. Auf jeden Fall ist es schön ruhig. Jetzt gucken wir uns mal diesen stattlichen Kerl an. Ja. Das ist mal ein richtiger Angler hier, herrlich. So, ihr Fischis. Kommt da noch was? Da hatte ich die Maiskörner dran, genau. Wir lassen den Blick mal schweifen. Ah! Und da hinten wieder. Oh, das ist was Großes. Das ist er. So, den lassen wir natürlich erstmal ein bisschen kommen. Ah, der fühlt sich gut an hier. Das ist ein 10-Pfünder. Keine Ahnung. So, der macht erstmal nicht viel Terz hier. Ist mir ganz recht. Ich drill jetzt ehrlich gesagt auch viel mit der Rolle. Mit der Masche bin ich bis jetzt immer am besten gefahren. Ah, müssen wir aufpassen. So. Komm, Junge. Und fangen! Jawohl! Kescher raus und rein das Tier. Oh, schöner Schuppenkarpfen. Ah, der hat mindestens 3 Kilo. Ah, 4,95 Kilo. Geile Sache. Und den setzen wir natürlich sofort zurück, nachdem wir ihn hier nochmal fotografiert haben. So, jetzt haben wir es 8:30. Ich muss nach Hause. Heute nachher kommt noch die Sportschau. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wie gesagt, heute hat es endlich mal geklappt mit insgesamt 3 schönen Fischen, einer Schleie und 2 Karpfen, einem Spiegel, einem Schuppenkarpfen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei den Abenteuern des jungen, erfolgreichen Anglers. Bis zum nächsten Mal, euer Gregor. Ciao.